Hallo Oma. Hallo Max. Na, wie geht's dir denn heute? Ach, eigentlich ganz gut, halt ein bisschen schlapp. Ja. Dass du schon da bist, so früh habe ich gar nicht mit dir gerechnet. Musst du denn nicht arbeiten? Nee, Oma, heute ist doch Mittwoch, da fangen wir um 10 an. Naja, und ich dachte, ich bringe dir die Einkäufe halt vor der Arbeit vorbei. Da bist du extra früher aufgestanden? Das ist aber lieb von dir. Was würde ich bloß machen, wenn ich dich nicht hätte, Max? Naja, hoffentlich ist das bald vorbei und ich kann meine Einkäufe wieder selber machen. Ja, hoffentlich wird's nicht schlimmer und du kannst bald wieder aus der Quarantäne raus. Ach, du kennst mich doch, deine Oma hält sich tapfer. Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ja, mir geht's doch eigentlich immer gut. Bisschen viel Arbeit gerade, weil immer wieder Kollegen ausfallen, aber... Du, apropos, ich muss auch schon wieder los, sonst komme ich noch zu spät, aber... Ich kann später noch mal vorbeischauen. Ihr jungen Leute, ihr habt aber auch immer einen Stress. Hein? Aber ehrlich, bei uns war es früher ganz genauso. Aber weißt du was? Du brauchst nachher nicht noch mal vorbeikommen. Genieß lieber deinen Feierabend. Ja, na, das mache ich sowieso. So, Oma, dann mach's gut. Tschüss. Da haben wir Ihr Gerät auch schon. Der Pumpenkopf war kaputt. Rechnung kommt dann die Tage, ja? Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Vielen Dank, das wäre dann schon alles. Alles klar. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Oh, hey Paul. Ja Mensch, schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn? Könntest du dir bitte noch die Maske aufsetzen? Hey Max, muss ich das Ding denn wirklich aufsetzen? Ich meine, wir kennen uns doch. Dieses ganze Corona-Getue geht mir mächtig auf den Keks. Ja, mir wäre es auch lieber, wenn das nicht existieren würde, aber lässt sich nicht mehr ändern, ne? Und die Maske beeinträchtigt uns ja jetzt auch nicht wirklich, oder? Diese Maulkörbe. Naja, warum ich eigentlich hier bin. Ich wollte um Erlaubnis bitten, die Flyer für die Corona-Demo am Samstag auslegen zu dürfen. Das geht doch klar. Oh, da muss ich erstmal mit meinem Chef sprechen. Ich weiß nicht, ob dem das so recht ist. Wie sieht's mit dir aus? Du bist doch sicher nicht so ein Lemming, der alles mitträgt, was dir verordnet wird, oder? Und außerdem willst du deinem alten Freund doch mal einen einzigen Gefallen tun können. Schließlich bin ich der Veranstalter der Demo. Ich schau mal, was ich tun kann, okay? Na, siehst du. Leg die Flyer aber auch so hin, dass man sie gut sehen kann. Ah, komm doch auch am Samstag vorbei. Naja, hau rein, ich muss weiter. So eine Demo organisiert sich schließlich nicht von allein. Ja. Du, ich muss erst mal gucken, ob ich Samstag überhaupt kann. Mach's gut. Sag mal, Paul, was schickst du mir? Wieso? Sag mal, bloß weil irgend so ein YouTuber dir jetzt was von Mikrochips erzählt, bist du zum Querdenker oder was? Oh Mann, was denn los? Wieso? Das gestern war doch nicht ernst, oder? Max, hast du schon gehört? Unser Gesundheitsverpester möchte die Maulkorb-Diktatur verlängern. Es wird dringend Zeit aufzustehen und sich für seine Freiheit einzusetzen.
gegen die Corona-Diktatur. Zurück zur Selbstbestimmung. Organisation der Corona-Demo, wie kann ich helfen? Hallo, Paul, bist du's? Hier ist Max. Oh, hi Max. Ist das was Wichtiges? Eigentlich habe ich gerade keine Zeit. Ja, es ist wichtig, es geht um... Dann lass uns später einfach treffen. Bei mir geht's gerade drunter und drüber. Sagen wir 19 Uhr im alten Treffpunkt, okay? Ja, okay, dann 19 Uhr, ne? Ich warte. Sorry für die Verspätung, aber ich... Ja, ja. So eine Demo organisiert sich nicht von allein, schon klar. So ist es. Was gibt's denn so Wichtiges? Willst du nicht vielleicht erstmal aussteigen, damit wir in Ruhe reden können? Puh, das geht nicht. Ich muss eigentlich schon wieder weiter. Also sag einfach jetzt schnell, um was es geht, bitte. Ich glaube, du verrennst dich dann etwas. Und das belastet unsere Freundschaft. Mann, ich will nicht, dass wir den Draht zueinander verlieren. Spinnst du? Ist doch alles in bester Ordnung. Gut, ich verstehe, dass ich momentan wenig Zeit habe, aber nach Samstag wird alles wieder entspannter. Also lass doch einfach am Samstag nach der Demo nochmal quatschen, ja? Okay? Ich hole dich auch ab. Jetzt muss ich aber dringend weiter. Ciao. Willst du jetzt wirklich abhauen? Bald bei uns. Wiederhören.
Ready for Revolution? Heute zeigen wir es den Schlafsäcken und Impfnazis. Du hast mir gerade noch gefehlt. Meine Oma wurde gerade ins Krankenhaus gebracht. Also was willst du? Na, heute ist doch die große Demo und danach wollten wir doch was machen. Das mit deiner Oma tut mir leid. Was hat sie denn? Es ist Verdacht auf eine schwere Corona-Infektion. Sie wurde auf die Intensivstation gebracht. Ach, ist deine Oma jetzt auch schon Opfer dieser nicht vorhandenen Pandemie? Die hat doch nur eine Lungenentzündung. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Irgendwie müssen die ihre Einschränkungen legitimieren. Ohne Fallzahlen keine Pandemie. Und genau deswegen gehen wir jetzt auch auf die Demo. Also kommst du... Billiger kleiner Quacksalber! Dir geht es doch nur darum, was du denkst! Die ganze Zeit dreht sich alles nur um dich und dein Weltbild! Mann, in deiner Arroganz und Überheblichkeit merkst du noch nicht einmal, dass du unsere Freundschaft damit aufs Spiel setzt! Und ich Vollidiot, ich versuche noch, sie zu retten! Aber das geht nicht allein! Mann! Du bist so verblendet, dass du noch nicht einmal siehst, wie scheiße es mir gerade geht. Meine Oma liegt im Sterben. Und du missbrauchst sie noch für deine bescheuerten Ausschweifungen! Mann, du widerst mich nur noch an! Weißt du was? Weißt du was? Verpiss dich auf deine bescheuerten Demos. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Verpiss dich einfach! Ich hab mir dein Gesülze lang genug angehört. Mann, verschwinde! Klinikum Gunstenhausen, hallo. Ja, hallo. Max Feldmann. Ich rufe wegen meiner Oma an.